Mein Name ist Stefanie Teschner und herzlich willkommen zur heutigen Präsentation im Seminar Kleine Textform rund um Instagram. Leider kann ich heute nicht persönlich beim Seminar dabei sein, deswegen habe ich für euch einfach diese Videoaufnahme hier vorbereitet und möchte euch kurz meine Ergebnisse des Semesters zeigen. Und ich denke, nichts besser zeigt das als in dieser Form, indem ich euch jetzt quasi gegenüberstehe, wenn ihr sehen könnt, was ich eigentlich wirklich gelernt habe, nämlich solche Videos zu schneiden. Nichtsdestotrotz steht das Ganze heute unter dem Thema Anwendungsszenario der digitalen Inhalte und ihr werdet sehen, was ich am Ende daraus machen werde. Ich habe mich in der Instagram-Gruppe mit dem Thema Hash oder Hashtag beschäftigt und möchte auch das, bevor ich zu meiner Prüfungsleistung komme, erstmal kurz nochmal vorstellen. Also ein Hash ist ein Zeichen, das aus zwei parallelen Strichen besteht, über die wiederum quer zwei parallele Striche gelegt sind. Dann habe ich für euch einfach ein paar Funktionen hier nochmal zusammengefasst, zum Beispiel tut der Hash ein Betreff in E-Mails markieren, also sozusagen betreffend. Dann ist der für Nummern gedacht, also wenn ein Hash und die 1 steht, ist es halt der erste genannt oder benannt oder eben auch für Nummer 1. Dann gilt das Ganze als Platzhalter für Tabu-Wörter, die ich natürlich in diesem Video nicht wiedergeben werde. Das Ende der Pressemitteilung in den USA wird mit 3 aufeinanderfolgenden Hash markiert. Und der Hash wird auch in Programmiersprachen für Namen verwendet. Also, wenn dort in dem Programmtext ein Name eingefügt wird, kommt dann vorher dieses Hash-Zeichen. Und ich denke, da ist es eigentlich jeder schon mal über den Weg gelaufen, außer ihr seid zu jung in dem Fall. Auf dem Festnetztelefon war auch früher schon immer so ein Rautezeichen, würde ich sagen, haben wir es immer genannt. Genau, und das ist einfach eingeführt worden, um eingegebene Zahlen in irgendwelchen Hotlines zu bestätigen. Wurde von der Kreditkartengesellschaft mal so gemacht und ja. Dann gehen wir weiter zum Hashtag und da muss man wirklich aufpassen. Also das Hash ist nur das Zeichen. Und der Hashtag ist die neuere Hash-Verwendung. Da geht es halt um die Verschlagwortung. Und das Ganze ist halt zur Erstellung von Timelines zu bestimmten Hashtags ist dadurch möglich geworden. Und so ein Hashtag besteht immer mindestens aus 2 Zeichen, nämlich zum einen das Hash selber und zum anderen irgendwelche weiteren folgenden Zeichen, Ziffern oder ähnliches. Aber man kann nicht selber den Hash verschlagworten. Das fand ich wiederum ganz interessant. Also Hash Hash funktioniert nicht, dass dann so ein Hashtag draus wird. Genau, als Erfinder gilt Chris Messina, der im August 2007 auf Twitter den Hash vorgeschlagen hat zur Kennzeichnung von Gruppen. Der Hashtag wurde daraufhin auch auf Twitter eingeführt und 2010 in Instagram. Auch für den Hashtag habe ich hier noch ein paar Funktionen zusammengetragen. Zum Beispiel auf Twitter, haben wir ja schon gehört, zur Verschlagwortung, aber eben auch, um eine maximale Streuung von Beiträgen zu erreichen und natürlich, um daraus Werbekampagnen bilden zu können. Damit Twitter an sich auch ein bisschen Geld dabei verdient. Ne? Genau bei Instagram, das könnte man mal diskutieren, da geht es nämlich eher um die Zeit- und Ortsmarkierung, finde ich ganz interessant. Also ja, vielleicht den Ort tue ich damit auch markieren, ein Instagram-Posting, aber eher so ja, noch Gefühle ausdrücken und weitere Sachen, die ich schon immer mal zu dem Thema sagen wollte. Genau, bei Textnachrichten gilt der Hashtag halt zur Hervorhebung von bestimmten Themen. Aber man sieht ihn auch zum Beispiel in Kleidung oder im öffentlichen Raum und zwar aufgrund des Marketings, das dadurch betrieben wird. Das ist nämlich im Online-Business oder im Social-Media-Kanälen gratis Werbung, die da durchgeführt wird. Und man kann aber eben auch in der alltäglichen Welt, wenn man auf Kleidung einen Hashtag druckt, auf
dann verweist es automatisch darauf, dass man einen Online-Hashtag dafür bereits hat. Genau, kommen wir zu dem Anwendungsszenario für digitale Inhalte. Durch die Corona-Pandemie wurden die komplette Hochschullehre, aber ich denke auch die Schule, unter enorme Anforderungen gestellt, von jetzt auf gleich die Digitalisierung durchzuführen und zu erledigen. Und wir haben das Glück gehabt, in einem Seminar, wo es um kleine Textformen geht, so viele unterschiedliche mediale Repräsentationsformen kennenzulernen, dass ich daraus eigentlich auch mehr machen wollte. Na klar, das Thema würde ich jetzt mal unter Hash versus Hashtag fassen wollen. Entschuldigung für die Denkpause. Und in der Hausarbeit möchte ich also zum einen das Thema Hash und Hashtags in unterschiedlich mediale Repräsentationsformen einbetten und ausführlich meine Vorgehensweise dabei erläutern. Genau. Ja, einfach nochmal auf der Grundlage, dadurch, dass das Thema so aktuell ist. Schon immer, denke ich, wegen der Digitalisierungsabsicht der Lehre, aber auch der Schulausbildung und natürlich jetzt der Corona-Pandemie bedingt. Probleme der digitalen Lehre möchte ich bei dem Thema auch nochmal mit aufgreifen, also zum einen Rechtsfragen und der Datenschutz und deren Aufwand etwas genauer beleuchten. Inspiration habe ich mir auch geholt über den Blog von Bob Blume, wo Alexander uns schon mehrmals auch darauf hingewiesen hat, wie, ja, was für tolle Sachen er macht. Und es ist auch wirklich so. Also für den Fall, dass ihr es nicht getan habt, schaut es euch unbedingt an. Genau, und dann möchte ich noch kurz zur Gliederung meiner Arbeit was sagen. Also ja, es kommt erstmal die Einleitungsteil, wo ich auf die Themen, die jetzt schon genannt sind, natürlich nochmal eingehe, dann die Hashtags als Lehr-Lerninhalt zu präsentieren und die Grundlage der digitalen Lehre zu erläutern und in einem praktischen Teil die Anwendungsbeispiele dazu erläutere. Genau, bevor das Ganze mit einem Ausblick einen schönen Abschluss erfährt. Ja, dann habt ihr hier nochmal die Quellenverzeichnisse, die ich bis jetzt dazu verwendet habe, also zu dem Thema Hash und Hashtags. Und falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder Gedanken habt, könnt ihr mir die gern an meine E-Mail-Adresse senden. Die habe ich euch hiermit festgehalten. Und ja, ich wünsche euch weiterhin viel Gesundheit und viel Freude beim Ende des Semesters und der digitalen Lehre überhaupt. Tschüss!